Also die Features von der Fast Protect sind gigantisch. Das erste Mal, wie ich es gesehen habe, dachte ich, die könnte ein bisschen drücken. Stimmt überhaupt nicht. Sie sitzt einwandfrei, sie schmiegt sich an den Fuß an, der Halt ist da. Es macht richtig, richtig Spaß. Es ist was völlig Neues. Sowas gab es noch nicht und ich denke, das wird einschlagen. Die Mischung aus der Passform und dem wirklichen Halt, dass man wirklich nicht mehr umknicken kann. Die klassischen Orthesen sind sehr, sehr steif, sehr starr und beeinflussen die Beweglichkeit. Die klassischen Bandagen sind natürlich dann nicht so geeignet gegen das Umknicken. Die Fast Protect ist so eingestellt worden durch Tests, dass sie schneller reagiert als der körpereigene Muskel. Ich kann bei einer Fehlbelastung, bei einem Fehltritt nicht umknicken. Da sperrt die Fast Protect. Mit Fast Protect habe ich eigentlich einen Brückenschlag zwischen starren Hilfsmitteln und Hilfsmitteln, die für Bewegungen gemacht sind. Es ist ein großer Schritt, es ist von der technischen Seite eine Herausforderung und es ist wirklich mutig zu sagen, lasst uns das mal probieren. Die Zusammenarbeit mit Juzo läuft sehr professionell. Wir haben da eine sehr enge Entwicklungskooperation geschlossen. Wir haben insgesamt drei verschiedene Prüfstände hier, allein für Sprunggelenk. Wir haben einige Ingenieure, einerseits in der Produktentwicklung, Konstrukteure beispielsweise, aber auch Biomechaniker, die in der Lage sind, die Bewegungsmuster der Gelenke detailliert zu erfassen und die dann auch in den Prüfständen nachzubilden. Also vom Material ist es so, dass es sehr, sehr angenehm an der Haut anliegt. Es hat nicht diese gerippelte Form, wie man es von anderen Bandagen so kennt. Und es stört eben überhaupt nichts, wo ich gedacht hätte, das könnte vielleicht etwas störend sein. Sie liegt einfach nur gigantisch gut am Fuß an. Natürlich bei allen Sprungsportlern, wie Basketball oder so etwas, auch durchaus Tennis oder eben wie hier im Gebirge oder im Traillauf, so in den Kunden, denke ich, werde ich das dann auch anraten zu tragen. Jetzt durch das Testen hier im Berg muss ich sagen, es war absolut bewegungsneutral. Sie hat weder behindert noch gestört noch sonst irgendwas. Das gab es noch nicht.